Festung Europa. Mit allen technischen Möglichkeiten versucht Europa, eine Art Trutzburg gegen die Flüchtlinge aus Nordafrika aufzubauen. Aber was ist mit diesen Flüchtlingen, wenn man ihnen ins Antlitz schaut? Das möchte ich besprechen im Dialog heute mit Stefan Schmidt, dem ehemaligen Kapitän der Kap Anamur, den ich sehr herzlich begrüße. Herzlich willkommen in der Seemannsschule. Wann war das erste Mal, dass Sie einen Flüchtling im Wasser sahen und dem geholfen haben? Das erste Mal war eben das eine Mal, wo wir die 37 gerettet haben im Mittelmeer. Und das war im Juni 2004 schon, also fast 10 Jahre her. Was ist das für eine Situation, wenn Sie als Kapitän, als Seefahrer nun plötzlich mit Flüchtlingen konfrontiert sind, die im Wasser um ihr Leben kämpfen? Naja, zunächst waren das gar keine Flüchtlinge für uns, sondern einfach Schiffbrüchige. Und da weiß man natürlich, was man zu tun hat. Also ein Kapitän muss jeden, den er in Seenot trifft, retten und muss ihn in einen sicheren Hafen bringen. Ist ganz selbstverständlich. Also es ist ein Völkergewohnheitsrecht. Und das finden wir auch gut, weil wir selber wollen ja auch gerettet werden, wenn wir mal in Seenot geraten. Was ist das für eine Situation damals gewesen, als Sie die Ersten in Seenot sahen und denen geholfen haben? In welchem Zustand sind die? Naja, die waren noch nicht im Wasser, aber das Gummiboot, in dem die saßen, hatte schon Luft verloren. Die hätten vielleicht noch 2 Stunden damit schwimmen können. Und die waren total erschöpft. Also die waren, wie Sie gesagt haben, schon 3 bis 4 Tage in dem Boot. Die hatten nichts mehr zu trinken, die hatten nichts mehr zu essen. Und noch einen kleinen Kanister Benzin, der aber auch nicht gereicht hätte, um damit das nächste Land zu erreichen. Und wie wir gesehen haben, waren zwar Fischer ringsum auch, so 3, 4. Nur die werden Teufel tun und im Mittelmeer den Leuten helfen, weil sie von der Regierung, von der italienischen sozusagen, ein Verbot haben zu retten. Da wird dann gesagt, wir kommen und retten, also die Küstenwache. Nur wir haben die Erfahrung gemacht später dann, dass die Küstenwache zwar sagt, sie kommt, aber sie kommt nicht. Das heißt also, im Grunde wäre nach 2 bis 3 Stunden das der sichere Tod für die wenigen auf dem Boot, auf diesem Schlauchboot, auf dem angeschlagenen Schlauchboot gewesen. Ja, so sieht's aus. Ja, das ist jetzt eine Rettungsübung an einer Rettungsinsel. Und der Vorteil, den diese Übenden dort haben, ist, dass die Anzüge relativ gut das kalte Wasser abhalten. Aber was erleben Sie, wenn Sie Flüchtlinge sehen, die versuchen, ihr Boot zu erreichen? Was passiert da? Ja, die sind natürlich überhaupt nicht ausgerüstet für solche Situationen. Die haben gerade eine Hose und ein Hemd an. Und wenn die ins Wasser fallen, selbst wenn das Wasser da vielleicht 18 Grad warm ist, aber der Körper gleicht sich langsam der Wassertemperatur an. Und wenn er 25 Grad erreicht hat, also Körperkerntemperatur, heißt es, dass sie schon fast tot sind. Was ist das für eine Situation, in der Sie diese Flüchtlinge dann erleben? Ja, die sind, wenn sie noch in dem Boot sitzen, sind die natürlich total ausgepowert und schlapp und können sich kaum noch bewegen. Und wenn wir die nicht ganz schnell dann auch behandeln, dann können sie sogar noch an Bord, wenn sie unterkühlt sind, sogar noch an Bord sterben. Was haben Sie da für Erlebnisse mit denen gemacht? Die konnten teilweise zu Anfang gar nicht sprechen. Der eine, den ich versucht habe zu interviewen, der fing dann immer an zu weinen, weil er nun natürlich auch einerseits glücklich war, auch gerettet worden zu sein, weil die hatten schon den Tod vor Augen. Dann haben wir versucht herauszufinden, also die Namen, wo sie hin wollten und so weiter, also so ein kleines Protokoll gemacht davon, wo sich dann herausstellte, dass sie zunächst natürlich kein Vertrauen zu uns hatten. Klar, die haben gesagt, sie sind vom Sudan aus mit dem Gummiboot gleich im Mittelmeer gelandet, was ja wohl irgendwie nicht so ganz geht. Aber als sie dann gemerkt haben, wer wir sind, da haben sie uns dann auch ihre wahre Geschichte erzählt. Was waren das für Geschichten? Ja, es waren so Geschichten wie zum Beispiel, dass einer kam aus der Uni zurück nach Hause und in der Zwischenzeit waren seine Eltern umgebracht worden. Und andere Geschichten, wo zum Beispiel Verwüstungen in der Nähe des Dorfes durch Ölbohrfirmen, die da nach Öl gebohrt haben, stattgefunden haben. Und dann haben sich die Menschen aufgeregt, weil ihre Felder nicht mehr zu bebauen waren. Und dann ist nachts die Privatarmee von dieser Firma gekommen und hat
die Leute umgebracht. Also das sind schon Situationen, die man sich so, wenn man hier gemütlich, würde ich beinahe sagen, in einem Rettungsboot sitzt, gar nicht vorstellen kann. Diese Rettungsboote sind ja nicht dafür ausgerüstet, über See fahren zu können und sind auch nicht dafür ausgelegt, eine deutlich überhöhte Zahl von Menschen zu beherbergen, als für die sie eigentlich gebaut sind. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wir sind jetzt hier in einem Rettungsboot, was so ungefähr 30 Personen tragen kann. Ja, mehr als 30. Aber die kommen mit Booten an, die völlig überfüllt sind. Ja, und da kommt noch dazu, dass dieses Boot, obwohl, wenn es voll besetzt ist mit Menschen, noch voll Wasser laufen kann und es geht trotzdem nicht unter, weil hier überall Luftkästen an der Seite eingebaut sind. Die Boote, die die haben, das sind so die letzten Schrottboote, die gerade noch so eben vielleicht 2 Handbreit an der Seite Freibord haben, so also nicht Wasser, das reinschwappt, aber schon alleine, wenn der Wind ein bisschen aufbriest, sind die einfach weg. Sie haben sich selber Gedanken sicher darüber gemacht, wie man mit denen umgehen müsste, was man tun müsste, um sicherzustellen, dass die überleben können. Das ist richtig. Ja. Also zunächst diese Rettung der Leute, das war eine ganz selbstverständliche Sache. Das war eigentlich auch insofern gar nicht so dramatisch, weil es relativ gutes Wetter war. Aber als wir dann hinterher deswegen eingesperrt wurden und bedroht wurden mit 12 Jahren Gefängnis und Europa sich sozusagen einfach negativ gegenüber diesen Flüchtlingen verhalten hat, das war dann Paradigmenwechsel für mich. Also da habe ich dann angefangen zu überlegen und gedacht, was kann man tun, um jetzt grundsätzlich das Problem in den Griff zu kriegen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie wir einen Verein gründen konnten, der über die Situation an den Grenzen Europas informiert. Das ist jetzt der Verein Borderline Europe, Menschenrechte ohne Grenzen geworden. Im Januar 2007 schon gegründet. Und wir informieren uns und dann auch natürlich die breite Öffentlichkeit darüber, was an den Grenzen Europas passiert und was man dagegen tun könnte natürlich. Weil bevor wir dazu kommen, diese Anklage, die damals gegen Sie erhoben worden ist, aus der Rettungssituation heraus, wie ist das abgelaufen? Sie haben denjenigen, die in nicht nur Seenot, sondern in dramatischer Lebensgefahr waren, geholfen und wurden dafür angeklagt. Wieso? Ja, wir haben natürlich zunächst gar nicht gewusst, warum das so ist. Denn wir waren ja immerhin ein Hilfsschiff mit einem Krankenhaus an Bord, mit deutscher Flagge und teilweise deutscher Besatzung. Warum man dafür angeklagt wird? Hinterher wussten wir das. Man sollte der Seefahrt Angst machen, keine Menschen zu retten auf See, weil es unerwünscht ist, dass die Flüchtlinge dann irgendwo an Land gebracht werden. Und die Bedrohung dann durch die Italiener war auch bandenmäßige Beihilfe zur illegalen Einreise in einem besonders schweren Fall, war dann der Anklagepunkt. Wie war denn die Situation oder die Atmosphäre, als Sie angeklagt wurden in Italien? Also in Italien war die Atmosphäre schon zu Anfang so, dass die Bevölkerung auf unserer Seite war. Die sind also zu Hunderten auf die Straße gegangen und haben mit Plakaten dafür geworben, dass wir freigelassen werden. Da stand dann drauf, lasst sie frei, Elias, Wladimir und Stefan. Im Fernsehen war auch andauernd unser Schiff zu sehen. 37 Städte haben gesagt, wir nehmen jeder einen Flüchtling auf, damit die Sache zu Ende ist. Und Venedig hat gesagt, wir nehmen alle, aber die Regierung wollte das nicht. Als Sie da in der Seenotsituation sind, als diese Fischerboote um Sie herum sind, aber nicht helfen, haben Sie irgendwie mit denen noch mal Kontakt gehabt? Haben Sie auf die Fischer noch mal Einfluss ausüben können? Auf die italienischen Fischer nicht. Wir haben später tunesische Fischer kennengelernt, die auch Menschen gerettet haben, entgegen der Order der Italiener. Und sind dafür wochenlang eingesperrt worden und bedroht worden, auch mit Gefängnis. Die dann aber Gott sei Dank, der Verein Borderline hat dann auch Geld gesammelt, um ihnen Anwälte zu bezahlen. Und die sind bei der Berufungsverhandlung dann auch innerhalb von 10 Minuten freigesprochen worden. Wie haben Sie selber darauf reagiert? Das muss für Sie als Kapitän, als Seefahrer ja zunächst einmal völlig unverständlich sein. Sie helfen jemandem und dafür werden Sie zur Rechenschaft gezogen, angeklagt. Ja, also Gott sei Dank konnten wir ja ein bisschen was tun, indem wir diesen Verein gegründet haben und informiert haben. Als dann der Prozess losging, da mussten wir jeden Monat einmal nach Sizilien fliegen. Ich konnte also auch nicht mehr als Kapitän fahren,
konnte Gott sei Dank hier in der Seemannsschule wieder anfangen zu arbeiten, was ich ja vorher auch schon getan hatte. Aber die ganze Geschichte war doch sehr unverständlich, vor allen Dingen, weil auch die deutschen Medien teilweise so negativ reagiert haben auf uns. Wie haben die denn reagiert? Ja, es gab da Medienberichte, die dann irgendwie Elias Birtl vorgeworfen haben, das wäre alles nur ein Medienspektakel, um den Verein Kap Anamur berühmt zu machen oder bekannt zu machen. Es wurden teilweise sehr hämische Berichte, dass wir da in unserer Messe Enten essen würden und die Geretteten kriegen nur Reis, was möglicherweise so sein konnte. Aber wir mussten schon im Juli unseren Weihnachtsvorrat aufessen, weil wir nichts mehr hatten. Da waren immerhin 37 Leute mehr an Bord plötzlich. Aber es wurde alles sehr eigenartig verdreht. Mhm. Können Sie sich vorstellen, warum das so war? Wissen wir bis heute nicht. Wir wissen nur, dass wir dann einen sehr bekannten Sender verklagt haben. Und er ist auch in 19 Punkten vom Oberlandesgericht Hamburg dann für schuldig befunden worden und für eine nicht Gegendarstellung, sondern eine Richtigstellung verurteilt worden. Die wurde aber nie gesendet. Aber Sie selber als Kapitän in einer solchen Situation hier vor Travemünde können doch gut nachvollziehen, jemand auf See kämpft um sein Leben. Sie helfen dem und Sie werden dafür angeklagt. Wie reagieren Sie auf so etwas? Ja. Das ist doch nicht nur Unverständnis. Nee, das ist nicht nur Unverständnis, sondern das ist auch Wut, Trauer. Also da kommt ganz viel zusammen. Aber ich denke, die Wut auf das, was da versucht wird mit uns, also uns einfach Angst zu machen, dass wir sowas nicht tun sollen, was eigentlich ja jeder Mensch tun sollte, die hat sich dann auch so manifestiert, dass ich jetzt eigentlich alle meine Kräfte einsetze, um etwas zu ändern. Man hat ja oft den Eindruck, das ist eine unglaubliche Belastung. Stichwort Lampedusa, Flüchtlinge, die dort anlanden, die von Nordafrika kommen. Trotzdem reagierte die Bevölkerung eigentlich sehr freundlich und sehr hilfsbereit. Es wird ja so ein bisschen der Eindruck erzeugt, als sei das eine Überlastung der europäischen Grenzen. Ja, ist es natürlich nicht. Also es wird dann manchmal auch in den Medien gesagt, wir werden überflutet von Flüchtlingen und so. Das stimmt ja alles gar nicht. Also wir hatten schon mal viel mehr Flüchtlinge. Aber das steckt irgendeine Politik dahinter. Die Politik des Abschottens. Also Europa soll dicht gemacht werden. Dafür gibt es dann auch Frontex, also eine Agentur. Das ist keine Regierungsstelle, sondern eine Agentur in Warschau, die dafür ausersehen ist. Und die kriegen inzwischen pro Jahr ungefähr an die 100 Millionen, um unsere Grenzen zu schützen. Und die Methoden, mit der sie das machen, die sind sehr umstritten. Wie sind die denn, die Methoden? Also wir kennen zum Beispiel zwischen der Türkei und Griechenland Vorfälle, wo die Küstenwache von Griechenland unbeleuchtet rausfährt, Boote aufschlitzt, die Leute ertrinken lässt und wieder in den Hafen fährt. Lässt sich so etwas nachweisen? Das ist ja ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf, ja. Wir haben insofern einen Nachweis. Da ist ein griechisches Fischerboot rausgefahren mit drei Leuten, die wollten nur angeln. Und denen ist es passiert in Dunkelheit, dass ein Küstenwachtboot auf sie zugefahren ist mit der schweren Maschinengewehrsalve, das Boot kaputt geschossen hat, weil die dachten, das wären Flüchtlinge. Und einer hat es Gott sei Dank überlebt, der das erzählen konnte. Das gleiche Problem gibt es auch bei dem Boot, was jetzt zum Beispiel Libyen verlassen hat und wo dann diese mehr als 200, 300 Tote, man weiß es noch nicht so genau, da ist die wahre Geschichte, dass als die Libyen verlassen haben mit dem Boot, ist ein libysches Küstenwachtboot hinter ihnen hergefahren und hat sie beschossen. Und durch den Beschuss sind sie dann untergegangen, gekentert. Und dazu kommt noch, dass die ein Telefon dabei hatten, mit dem sie um Hilfe gerufen haben. Das ist auch bei der Koordinierungsstelle in Rom und in Malta angekommen. Und dann haben sich Malta und Rom 4 Stunden lang gestritten, wer denn nun retten soll. Und in der Zwischenzeit sind dann diese ganzen Leute ertrunken. Wie geplant gehen denn diese Flüchtlinge vor? Man hat ja oft den Eindruck, die kommen ja in erbärmlichem Zustand, wenn sie überhaupt überleben, in Europa an, auf Booten, die für diese Überfahrt auch gar nicht geeignet sind.
da stecken ja offenbar auch sehr viele dahinter, die das kriminell nutzen, die den Flüchtlingen anbieten, sie in irgendeiner Form nach Europa zu bringen. Ja, da haben wir zum Beispiel ja die beste Erfahrung mit den 37, die wir gerettet haben, haben wir gefragt, wie das denn abgelaufen ist. Und die haben pro Person ungefähr 1000 US-Dollar bezahlt für die Überfahrt und haben dafür dieses Boot gekriegt mit einem Motor dran und ein bisschen Verpflegung. Und ihnen wurde gesagt, wenn ihr eine Stunde oder einen Tag oder wie auch immer in diese Richtung fahrt, dann seid ihr in Europa und alles ist gut. Das stimmt natürlich alles nicht. Das heißt, es gibt Schlepperbanden, die versuchen, da eine Menge Geld mitzumachen, indem sie Flüchtlinge quasi anwerben. Müsste man nicht eigentlich eher diese Schlepperbanden bekämpfen, die auch Dinge erzählen von Europa, die natürlich so nicht funktionieren? Naja, die Dinge, die über Europa erzählt werden, kommen eigentlich eher übers Fernsehen in die Hütten der Afrikaner, weil da die Reklame ihnen immer vorspiegelt, hier hätte jeder drei blonde Freundinnen und einen Mercedes. Und das ist das, was sie glauben. Die Schlepper, die helfen ihnen eigentlich nur dabei. Und das Problem ist überhaupt nicht gelöst, wenn man die Schlepper jetzt böse behandelt. Überhaupt nicht. Wenn wir uns mal die Dimension versuchen klarzumachen, sie sind ja nun oft in einer solchen Konfrontation gewesen. Es wird ja immer wieder gesagt, wir werden in Europa im Grunde überschwemmt mit Flüchtlingen. Ist diese Dimension tatsächlich so groß? Sind das so viele Menschen, die nach Europa streben? Nein, es sind nicht so viele. Im Grunde genommen sind es von allen, die jetzt hierher kommen, von Flüchtlingen, grundsätzlich nur 10% ungefähr, die es versuchen übers Mittelmeer. Also das ist schon mal kein Strom. Zum anderen, von den Flüchtlingen, die dann hier sind, bei uns in Europa, sind es auch wieder nur sehr wenige, die diesen Weg versuchen. Also die meisten sind einfach die sogenannten Overstayer. Die kommen mit einem normalen Visum und bleiben dann hier. Also das sind die allermeisten. Nun haben wir neue, ich sag mal vorsichtig, Methoden in Europa, die verhindern sollen, dass Flüchtlinge nach Europa kommen. Frontex hatten wir schon angesprochen. Es gibt ein Eurosur, also eine Überwachung der Grenzen von etwa 15.000 Kilometer. Wie funktioniert so etwas oder kann so etwas überhaupt funktionieren? Nein, ich glaube nicht, dass es funktionieren kann. Natürlich wird man immer höhere Mauern bauen, aber die Geschichte zeigt eigentlich, dass die höheren Mauern nur immer wieder zur Folge hatten, dass größere Leitern gebaut wurden. Also ich glaube nicht, dass es funktionieren kann. Und ob jetzt diese Drohnen, die da die Küste oder die Grenze bewachen, ob die etwas bringen, wage ich zu bezweifeln. Dann kommt ja noch dazu, dass man jetzt sagt, vielleicht sollten man in den Ausländerämtern oder in den Botschaften den Leuten die Möglichkeit geben, Asyl zu beantragen. Ist zwar, denke ich, vordergründig gar nicht so schlecht, nur wenn einer abgelehnt wird und wirklich verzweifelt ist, dann wird er trotzdem noch diesen gefährlichen Weg versuchen. Wir müssen noch mal über Eurosur sprechen. Eurosur ist eine Methode der Überwachung der Grenzen, der See. Sie haben gerade schon erwähnt, so etwas wird mit Drohnen gemacht, mit Radaranlagen, mit Satellitenüberwachung etc. Nun wird ja gesagt von den europäischen Regierungen, wir wollen ja eigentlich die Sicherheit von Flüchtlingen gewährleisten. Haben Sie den Eindruck, dass das tatsächlich aufgebaut worden ist, um diesem Ziel zu dienen? Glaube ich nicht. Nein, glaube ich wirklich nicht. Man sagt es zwar, natürlich, man kann ja nicht sagen, wir wollen die Flüchtlinge abwehren mit allen Methoden und sogar im Zweifel, dass die Flüchtlinge dabei zu Tode kommen. Das kann man natürlich nicht sagen. Aber dass jetzt dieser ganze Apparat aufgebaut wurde, um die Flüchtlinge dann zu retten, das ist, glaube ich, einfach nur hervorgeschoben. Man hat ja oft den Vorwurf gehört, da kommen Menschen, denen es jetzt nicht vielleicht in unserem Maßstab besonders gut geht, die nicht luxuriös leben, die nicht europäische Verhältnisse haben, aber die eigentlich doch zu Hause bleiben könnten. Ist das bei den meisten so? Nein, die haben uns erzählt, also wir haben ganz viele gesprochen, auch andere als die, die wir gerettet haben. Und es ist einfach so, dass die überhaupt keine Perspektiven haben. Also wenn sie da bleiben, wo sie sind und nicht zu uns kommen, dann können sie davon ausgehen, dass sie überhaupt keine Perspektive haben.
manchmal sind es natürlich auch Familienväter, die dann sagen, ich will doch, dass mein Kind es besser hat. Und das kann man auch total verstehen. Also einer von unseren ehemaligen Innenministern hier in Schleswig-Holstein hat das Gleiche gesagt. Wenn ich wüsste, dass ich mit meinen Kindern in einem Land bin, wo die keine Perspektive haben, würde ich alles für die Kinder versuchen. Und das verstehe ich auch. Wird oft gesagt, das sind Armutsflüchtlinge. Andere sagen, das sind diejenigen, die an unserem sozialen System teilhaben wollen, die auch dann im Zweifel eine Belastung für unser Sozialsystem sind. Naja, wir sind, Deutschland ist eines der reichsten Länder der Erde und dass jetzt die paar Flüchtlinge, die hierher kommen, eine Belastung für uns sind, das ist natürlich Unsinn. Aber wenn wir den Eindruck vermitteln würden, wir nehmen Flüchtlinge grundsätzlich auf, würde das nicht zu einer Riesenwelle an Flüchtlingen in Richtung Europa, in Richtung auch Deutschland führen? Nein, das glaube ich nicht. Also wer irgendwie eine Perspektive zu Hause hat, und das ist das, was wir fördern müssen. Wir müssen also da helfen, wo die Leute weggehen. Das ist das Einzige, was wirklich helfen würde. Alles andere, glaube ich, ist nur kurzfristig. Natürlich können wir nicht jeden aufnehmen, der kommen will, aber es sind ja gar nicht so viele, die kommen wollen. Ich meine, wer will aus dem schönen, warmen Afrika schon hier in dieses kalte Europa kommen, wenn es eine andere Möglichkeit gibt? Und diese anderen Möglichkeiten, die müssen wir ihnen schaffen. Aber welche Verhältnisse vor Ort haben Sie denn nicht nur beschrieben bekommen, sondern im Zweifel auch selber erlebt, aus denen diese Flüchtlinge fliehen wollen? Sie haben gerade beschrieben, eine Firma, die deren Umgebung, deren Lebensgrundlage zerstört. Ist das denn ein klassischer, typischer Fall? Das ist einer von vielen. Es gibt natürlich auch die Kriege, vor denen ganz viele Menschen fliehen müssen. Es gibt die Zustände, die teilweise sogar durch uns verursacht werden. Also wenn wir zum Beispiel subventionierte Hühnerteile dahin schicken und damit die Märkte kaputt machen für die einheimischen Hühnerfarmer. Und da sind jetzt gerade, habe ich gelesen, 20.000 Hühnerfarmer irgendwo mussten dicht machen, weil sie nicht dagegen ankamen, gegen die Preise. Also da haben wir selber Schuld, wenn sowas passiert. Und das muss auch mal von der Politik geändert werden, dass wir also sagen, wir können da nicht zum Beispiel auch Secondhand-Klamotten hinschicken, macht jeden kleinen Schneider da kaputt, oder wir können nicht mit unseren großen Fischereiflotten die ganzen Fische wegfangen und die Fische haben nichts mehr zu tun und müssen dann ihre Boote sozusagen benutzen, um damit Leute hier, Flüchtlinge hierher zu bringen. Also es gibt so tausend Gründe da. Glauben Sie, dass wir in der Lage sind, die Verhältnisse in den jeweiligen Ländern tatsächlich so zu verbessern, dass die Flüchtlinge nicht mehr kommen? Ja, glaube ich. Das glaube ich schon. Indem wir hier auch durch die Politik unsere Industrien dahingehend beeinflussen, dass sie aufhören, diesen Neokolonialismus da zu betreiben. Denn die Ausbeutung durch uns ist ja immer noch da. Also Sie wissen zum Beispiel, dass wenn Gold geschürft wird in Afrika, dass von dem ganzen Wert inklusive der Arbeit, die da reingesteckt wird, nur 1% in Afrika bleiben. Der ganze Rest geht nach Amerika und Europa. Sie selber arbeiten als Flüchtlingsbeauftragter ehrenamtlich für das Land Schleswig-Holstein. Was war Lampedusa für Sie persönlich? Also diese wirklich dramatische Lage vor der Insel, die so viele Menschen das Leben gekostet hat, die nun plötzlich ganz Europa auch ein bisschen, zumindest für eine gewisse Zeit, aufgerüttelt hat. War das auch für Sie eine neue Dimension? Eine neue Dimension insofern, als ich dann wirklich richtig wütend und traurig war, weil das hätte gar nicht sein müssen. Man weiß ja, wir sind alle sicher, dass jedes Boot, was da sich aufmacht, den Weg nach Europa zu nehmen, gesehen wird. Es gibt schon seit vielen Jahren Satelliten, die jeden Quadratmeter im Mittelmeer genau kennen. Und man hätte das verhindern können, schon, wie gesagt, weil sich Italien und Malta gestritten haben, wer jetzt retten soll, und in 4 Stunden nicht gerettet haben und da sind die meisten der Leute ertrunken. Also das macht einen so wütend, weil es ist ja nicht einfach passiert, sondern es ist anscheinend der Wille. Jetzt sind wir in der Seemannsschule. Seesicherheit ist das, was Sie hier unterrichten, aber letztendlich kümmern Sie sich als jemand, der auch verantwortlich ist hier für Schleswig-Holstein, für die Flüchtlingspolitik, auch um die Fragen ja auch der Perspektive. Da werden ja nicht die letzten Boote in Europa angekommen sein. Das werden ja immer mehr werden, wenn man sich die Zustände in nordafrikanischen Ländern anschaut. Wie soll man denn mit denen umgehen?
Naja, also kurzfristig sollte man natürlich dafür sorgen, dass kein Boot mehr untergehen muss, denn man weiß ganz genau, wo Boote sind. Das Mittelmeer ist die bestüberwachte Gegend der Welt und man weiß schon seit Jahren, wo kleine Boote sind. Ich sage nur immer ganz zynisch, also am Willkommen sind nur die, die nicht ankommen. Aber auf lange Sicht sollte man natürlich dort etwas tun, wo die Leute fliehen müssen. Dass man einfach Zustände schafft, die es ihnen ermöglichen, zu Hause zu bleiben. Denn jeder will gerne zu Hause bleiben. Ja, aber Beauftragter, sind Sie für diese Fragen von Flüchtlingen? Haben Sie den Eindruck, dass sich zum Beispiel durch das, was in Lampedusa jetzt passiert ist, durch diese vielen Toten, durch diese entsetzlichen Leiden, etwas geändert hat im Bewusstsein? Oder gehen wir in Europa quasi zum nächsten Tag und zur Tagesordnung wieder über? Also dieses Mal scheint es wirklich so zu sein, dass da etwas übrig bleibt. Denn das ist ja schon am 3. Oktober und 11. Oktober, meine ich, gewesen, dass da Boote untergegangen sind. Das war ja nicht das eine, sondern das sind ja mehrere gewesen. Und seitdem ist es immer in den Medien, seitdem spricht die Politik mehr darüber. Es könnte natürlich noch mehr sein, aber ich habe das Gefühl, als wenn es auch bei der Mehrheitsbevölkerung mehr angekommen ist jetzt. Denn wir haben im letzten Jahr einen runden Tisch gehabt hier von Bürgern, die gesagt haben, wir wollen uns mal um Flüchtlinge kümmern, um Zuwanderer, Flüchtlinge, Asylanten. Und in diesem Jahr haben wir jetzt schon 10. Und das besagt natürlich was. Also es ist angekommen, dass die Leute sagen, das ist ein Thema für uns. Wie reagieren die denn, wenn sie unterwegs sind und über diese Probleme der Flüchtlinge sprechen, über ihre eigenen Erfahrungen berichten? Nun reden Sie ja im Zweifelsfall mit Leuten, die auch Skepsis haben und sagen, da kommt der ein oder andere sicherlich auch, um seine Lebenssituation zu verbessern. Das können wir vielleicht im sozialen Netz auch gar nicht mehr irgendwann auffangen. Natürlich können wir das auffangen. Ich meine, wir sind eines der reichsten Länder der Welt und so viele Leute kommen ja gar nicht. Das wird manchmal nur durch bestimmte Medien uns vorgespielt, dass wir hier überschwemmt werden. Stimmt absolut nicht. Und eigentlich ist es so, dass Leute zu Anfang manchmal etwas Skepsis haben bei etwas, was sie nicht kennen. Also wenn sie noch nie einen Flüchtling oder einen Asylanten kennengelernt haben, dann ist es so wie in Hellersdorf, dass sie erstmal total ablehnend sind. Und wir versuchen jetzt auch durch meine Dienststelle, dass wir sagen, wir müssen einfach den Leuten die Gelegenheit geben, jemanden kennenzulernen. Hier in Lübeck hat es geklappt, da waren erst gegen ein Asylantenheim große Widerstände. Inzwischen ist es ein Herz und eine Seele, die gehen mit denen Fußball spielen und alles. Also es ist einfach nur, dass die Leute Furcht haben vor etwas, was sie nicht kennen und das wollen wir ändern. Sind Sie denn nach den Erfahrungen dieses Amtes, was Sie ehrenamtlich machen, zuversichtlich, dass sich eine doch etwas prekäre Situation in den letzten Jahren ein bisschen beruhigt, dass es auch eine offenere Atmosphäre für Flüchtlinge gibt? Ja, also zumindest in Schleswig-Holstein, weil da habe ich natürlich den Überblick. Da kann ich das mit gutem Gewissen schon sagen, weil wir auch eine Politik haben, die das mitverfolgt. Und ansonsten, die Kommunen sind ja da aufgefordert, die Leute unterzubringen. Die werden ja verteilt jetzt. Und da ist es nicht mehr so, wie es früher manchmal war, dass die Leute sagen, also wir können die nicht unterbringen, wir haben kein Geld, sondern die fragen jetzt eher, was können wir tun? Wir haben zwar kein Geld, wir wollen aber trotzdem was tun. Und das ist schon mal ein ziemlicher Wechsel. Sie sind Stettin geboren und sehr früh selber Flüchtling gewesen. Ja, mit 3 Jahren mit meiner Mutter und meiner älteren Schwester aus Stettin, aber noch relativ geordnet mit einem Zug nach Hamburg gefahren, ja. Ist das ein Schicksal, was Sie vielleicht auch motiviert hat, etwas zu tun in der Richtung? Im Nachhinein habe ich das schon mal gedacht, ja. Das stimmt, ja. Allerdings natürlich nicht, während ich es getan habe, sondern im Nachhinein habe ich gedacht, also irgendwas hat da bestimmt mit zu tun. Denn gerade mit 3 Jahren, da ist man ja sehr empfänglich für irgendwelche Atmosphären und was um einen herum passiert. Und es kann gut sein, dass ich da irgendwo eine besondere Empathie dafür noch habe, ja. Kann man das ja nicht jedem zumuten, einmal in eine ähnliche Situation zu geraten oder in der Kindheit so etwas erleben zu müssen, um ein größeres Verständnis zu entwickeln. Wie kann man denn ein größeres Verständnis für die Nöte und Probleme der Flüchtlinge entwickeln, auch in einer breiteren Bevölkerung? Also am liebsten gehe ich in Abschlussklassen in Oberschulen, weil da habe ich, das habe ich schon oft gemerkt, also in Lübeck war ich schon in, glaube ich, allen Oberschulen. Und da merkt man schon, dass die jungen Leute da also noch ein Gefühl dafür entwickeln,
wie es sein könnte, Flüchtling zu sein. Weil irgendwie scheint es auch, weil ich das selbst erlebt habe mit Flüchtlingen, dass ich da auch glaubwürdig rüberkomme. Und da habe ich so das Gefühl, dass da auch jetzt so diese Generation so ranwächst, dass sie eben ja, mehr Mitgefühl entwickeln kann. Das setzt voraus, dass man nicht das Gefühl hat, dass die eigenen persönlichen Lebensumstände zu sehr dadurch eingeschränkt werden. Die Politik behauptet ja immer wieder, es gibt so einen, sagen wir mal, Grad der Aufnahmekapazität, der irgendwann erschöpft ist und dann geht es nicht mehr. Dann würde es zu Rückschlägen kommen und auch zu Anfeindungen kommen. Können Sie diese Idee nachvollziehen? Also das, wenn es stimmen sollte, dann sind wir auch lange noch nicht dabei erreicht. Das haben wir noch nicht erreicht, noch lange nicht. Was erwarten Sie denn für die Zukunft? Ich habe gerade gesagt, die Lage in den nordafrikanischen Ländern ist zumindest schwierig, wenn nicht sehr problematisch. Es ist nicht anzunehmen, dass es in den nächsten Jahren dazu kommt, dass diese Flüchtlingsströme abreißen. Was kommt da auf uns zu? Naja, es werden mehr werden, das ist ganz klar. Und wir, also meine Dienststelle auch, fordert, genau wie die Nordelbische Synode, dass wir nicht 5.000 Syrer aufnehmen, sondern 50.000. Und das ist gar kein Problem, das können wir, weil grundsätzlich haben Experten gesagt, wir brauchen jedes Jahr eine Zuwanderung von 50.000 Menschen, um unsere Sozialsysteme aufrechtzuerhalten. Und mit den Syrern anzufangen und bei bestimmten Leuten auch zu sagen, ihr braucht jetzt gar nicht zurückzufahren, ihr dürft hier bleiben, das finde ich, ist das Gebot der Stunde. Nun ist es sicherlich nicht sehr schwer, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass man aus Syrien geflohen ein Asyl hier erhalten sollte und dass man sich um diese Menschen kümmern soll, die aus Kriegsgebieten kommen. Es kommen sehr viele aus wirtschaftlichen Gründen, die sagen, zu Hause haben wir keine Arbeit. Wir haben im Zweifelsfall eine miserable soziale Absicherung, dann lieber nach Europa. Da wird uns im Zweifel eher geholfen. Gibt es da Unterschiede, bei denen Sie sagen, das ist jetzt ein Grund, den ich nicht akzeptieren kann? Also grundsätzlich mache ich keinen Unterschied zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und anderen. Denn wenn man sich vorstellt, dass durch die globale Erwärmung, wir wissen ja, wer schuld an der globalen Erwärmung hauptsächlich ist. Manche Striche in Europa oder in Afrika oder in Asien nicht mehr bewohnbar sind, weil man nichts mehr anpflanzen kann, dann ist es zwar auch ein Wirtschaftsflüchtling im weitesten Sinne, aber wenn er da bleibt, dann hat er mit seinen Kindern eben keine Lebensgrundlage mehr. Also für mich gibt es keine Wirtschaftsflüchtlinge. Das ist klar, man kann nicht jeden aufnehmen, man muss schon prüfen. Aber nicht diese Unterschiede zwischen Wirtschaftsflüchtling und politischem Flüchtling. Sie haben ja 2 Jahre auch in der Südsee gelebt, haben da auch eine andere Art von Leben kennengelernt, um es mal vorsichtig zu sagen. Das heißt, auch eine Art von Leben auf einem ganz anderen Niveau. Bekommen wir ein zunehmendes Problem in der Unterschiedlichkeit unserer Lebensweisen in hochzivilisierten Ländern und in solchen Ländern, die im Zweifel wie in der Südsee auch vom Klimawandel bedroht sind? Also ich denke schon, dass wir uns auch mal daran gewöhnen müssen, mehr abzugeben von dem, was wir haben. Das ist ganz klar. Also wir können uns nicht auf unserem hohen Niveau einmotten und sagen, wir machen eine hohe Mauer um uns rum und was wir haben, wollen wir behalten. Denn viel von dem, was wir jetzt haben, haben wir ja auch, um es mal deutlich zu sagen, anderen geklaut. Herr Schmidt, danke für das Gespräch. Gerne.